Wir wollen aber auch generell zwei Hexe haben. So, kurzes Rohr, weil das Gras näher am Häcksler dran ist. Du hast ja nicht die Breite des Maisschneidwerks. Ach so. Ja, das macht natürlich Sinn, ja. Na gut, ich habe das Gefährt jetzt hier sowieso testeshalber gemietet. Wie? Wir hätten ja auch direkt mieten können. Ja, wenn er das manpower-technisch geschafft hätte. Wir mieten euch nur als Arbeitskraft. So wird es doch aber billiger für euch, wenn wir es mieten und wir es an euch vermieten. Nee, Moment mal. Ihr habt trotzdem eure festen Preise. Ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ach. Chris H5W1, vielen lieben Dank für dein Reset im dritten. Dankeschön. Beuterlikör. Ach, jetzt kommt der. Wollten, waren wir nicht bei Uso? Ich dachte auch, oder? Ja, aber ich bin ja krank, ich muss ja. Ja, klar. Als Medizin also, oh Gott. Ich vergesse doch echt nichts, ne? Nee. Nein. Wenn, also vor allem nicht, wenn es um Uso geht. Da habe ich ein gutes Gedächtnis. So, ich bin dann auch schon da. Ja, schön. Chris hatte vorhin gesagt, rechts an der Wiese lang. Ja. Und erstmal zu diesem kleinen Stück, was da quasi angeschlossen ist, ganz oben am Ende. Richtig, Chris? Ja, ne? Absolut. Ich merke schon. Siehste? Endlich mal eine Fachkraft hier im Siehste? Controller. Flachkraft. Mit L aber, ne? Schlachkraft. So, was hier also rechts langfahren? Ja, rechts hier. So. Wie schnell kannst du denn fahren? Fahr ich vor. Boah, mach du. Ja, ich fahr mal vor. Nee, richtig, aber trotzdem mal deine Plane dann. Ah, okay, alles klar. Gut. Dankeschön. Ach so, das ist Schild. So, ich mach mal hier langsam. Ja, da werde ich gleich wahrscheinlich einmal zurücksetzen müssen. Wieso? Oder kommen wir da so rum? Ja. So, ich geh mal auf 10 km/h, ne? Ja. Sag mal, Chris, wenn wir so weiterfahren, treffen wir da auf dich? Den Class Xeros, den 51, den großen. So, ich gehe jetzt an der Raum, das ist viel zu viel. Das geht nicht mehr, Alter. Habt ihr nicht wirklich gefragt, ne? Nee. Ja, fahr mal weiter geradeaus. Navi sagt gerade, Graben folgen bitte. Oh, der feine Herr, der hat schon 3 Stunden auf der Map gedreht, der kennt sich hier schon aus auf seinem Acker. Bin wieder drauf. So, was macht der jetzt? Kräuter trinken oder? Ich höre dich. Und rauchen wahrscheinlich auch. Oder rauchen auch. Ich höre dich noch. Ach, okay. Also man merke, der 900er macht sich auf der Wiese scheinbar ein bisschen besser als der 900er Class. Moin. Was moin? Normal, ne? Was sagt der Füllstand, Michi? Ey! Machst du hier Vollbeleuchtung an, oder? Was macht er denn da? Ja, der wollte hier einfach reinfahren. Ich sag dir, wenn du reinfährst. Ach ja. Oh, der Karte. Jetzt Leute, kannst du. Oh ja, dankeschön. Nicht Ellerbach. F6, gibt das? Natürlich. Kabinett 40, F6. Okay, alle Kabel. Ganz bestimmt. F6 gibt's schon lange nicht mehr. Das ist doch rausgegangen. So, was gibt's hier nicht mehr? Das sind jetzt Chesterfield. Meinst du R1? Nee, F6 meinte, oder? Wie die ja auch, das ist sein. Kabinett 40. Das war doch mal damals die Dauer bei der Kippen. F6? Ja. Das stimmt. Ah, oh, ich hatte auch mal so eine Softpack-Zeit, das hat er schon Stil. Ich stelle mir gerade Felix so vor, wie ganz genüsslich ein bisschen noch ein Stil da drin. Ne, weißt du, das fängt doch schon stilvoll an, wenn du die Schachtel umdrehst und ganz ja, galant da drauf haust, damit eine Fluppe rausrutscht, das ist doch geil.
Ja, und dann fallen die 5 Stück raus und landen. Ja, er musste schon gekonnt das Päckchen aufmachen. Also, nee, das ist klar. Der Seitenergriff eines Mannes ist nicht nur in der Hose. Michi, kannst rechts von mir und dann bitte schön mit 5-6 km/h nach vorne rausziehen, ne? Wer ist das denn da? Achso. Du? Ein Kreis oder was? Mach mal da auf, ja, auf der Seite dann bitte einmal hinten und dann rausziehen. Mit dem Toro langsam, ne? Ist ja gut, Mensch. Was denn? Kannst du sich hier rückwärts ranfahren und so? Wie viel geht bei dir noch? Ich habe 56%. Oh, da geht auch eine Menge. Ja, ja, da geht noch. So, wie verläuft denn die Bahn? Ich mal über außen links von dem ist gut, nehme ich mal. Ja. Aber bedenkt, dass der so langsam geht, ne? Hab ich den Tempomat auf 3 km/h. Ja, mach gut 2. Wissen, wo ich das drauf gemacht habe, dass es überlappt wird. So, du kannst hier bleiben, ich will jetzt gleich in die nächste Bahn, die vorne rechts gleich. Was? Hier die, die weitermachen. Ja, Moment, ich muss mal drehen. Ja, ja. So. Eine schöne Wurst hier, ne? Ja, sieht gut aus, ne? Und dann die übernächste rechts wieder, ne? Ja. Hab mir ernst. Da kommt noch so wenig rauf, das kann man hinten echt kurz zusammenschieben. Hätte ich gar nicht gedacht, dass so wenig ist. Ist der denn schon so viel runter? Also muss ich mich auf mehr gefasst machen? Naja, wie gesagt, machen, ein bisschen mehr als ein Viertel vielleicht. Ne, die 25 ist ja schon bald fertig, oder? Nee, so hätte ich jetzt nicht gesagt. Wir haben ja noch die andere Seite vom Wasser nicht. Noch nicht gemacht. Aber da. Wollen wir mal Radio an. In Hamburg sagen sie Schlepperballett, in Mecklenburg ist es Schlepperballett. Oh, das ist so schön. Nee, wir sind doch gut hier. Ja. So. Chat, seid ihr noch da oder was? Das geht. Und 82 habe ich. Ja. Aber wir gucken mal, wir nehmen mal ein bisschen hier was. Guck, da hinten steht auch schon bereit, oder? Ja, der steht schon, guck. Fährst du rechts von mir einmal? Ja, jo. Natürlich. Oh, ich immer in der Pause. Ich gehe in die übernächste. Ja. Bin bei 90. Mhm. 92.
Oh, die Bahn sollte ich schaffen. 95. Ja, okay. Ja, die Bahn packe ich. Alles klar. Gut. Ich rutsch rechts nämlich, wa? Mhm, genau, machen wir so. Oh, beste Farbwahl hast du da. Auf geht's. Die Anhänger von hier hat der Lenz gekauft in der Farbwahl. Mhm. Ja, der Lenz hat da ein Händchen für. Oh, ja, ein bisschen dicht dran war. Wie viele seid ihr auf dem Feld beim Hexler? Lenz, wohin möchtest du? Aktuell 2 Abfahrer und einen Ladewagen fahren. Okay, dann kann ich hier Ladewagen. Ja, also voraussichtlich. Ansonsten kannst du ja schnell mit in die Kette einspringen. Dirk, kleinen Moment bitte. Ja. So, ich muss mich nicht anmachen, ich sehe das nicht, ey. Servus, Felix Deutens. Jetzt schicken wir hier mittig auf. So, Lenz, ich bin auch unterwegs. Ja, war ich auch. Und dann übernimmst du wieder. Ist jetzt mit Ladewagen oder was? Jo. Okay. Das Fett ist ja gleich fertig hier. Also, nee, also ich habe jetzt nicht Ladewagen. Ich ganz normaler Abschieber. Ich hab Ladewagen. Ja, dann fahr ich hier wieder weg, ne? Ja, stopp, sind ja nur noch die 3 Bahnen. Und dann ja, dann im Süden, ne? Die kommen ja auch dahin. Genau. Und dann über den Damm hier, ne? Ja, ja. Hier vorne aus dem Feld raus und dann gleich wieder runter. Dann nehme ich da schon mal die kleinen Spuren weg, dass hier die großen sind. Danke für eure Follows. Mhm. By the way. Hier kannst du hier direkt mittig hochfahren. Links einmal hoch, wenn das für dich besser ist. Und bitte ja, gut bündig hinten ran, weil da muss noch ein bisschen was drin. Yep. So. Hier unten in der Ecke lag gleich schon ab. Ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Nimm wir nicht mit. Ach scheiße, ich habe auf Wechselwagen umgebaut. Das kannst du nicht laden. Nee. Muss ich erst umbauen auf dem Hof. So, reicht dir das so? Weil mein Pickup ist nicht so. Na, weiter, weiß ich nicht, ob ich den dann da rausziehe. Nee, passt, ja genau. Ja. Ruhig ein bisschen laufen lassen. Ja, ja. Ich lass mal laufen. Wohin, ne? Jo, lübt. Wohin? Mach da hinten mal ein bisschen was voll, ne? Oh, wer ist das denn? Matze? Ja. Mach mal gleich hier von Dirk aus gesehen rechts neben. Ja. Ich noch kurz runter. Wie voll bist du denn da? Robert? Bob? Ich glaube, du bist das, ne? Ja, ich hab 55, also hier den Ecken krieg ich rein. Ist ja auch komisch, dass du den denn nicht nutzen kannst. Hoppala. So, ja, was haben wir was? Jetzt über den Damm und dann darin, sagst du, ja? Ja, alles klar. Hört sich so aus, ne? Ja. Mhm. Genau. Oh nein, ich bin hier runtergefallen. Okay. Geht noch. Gut, ein bisschen was laufen lassen. Felix. Ja, ich sehe es. Ja, gut. Jo. Und raus. Insane. Vielen Dank für den Follow. So, wo soll ich denn? Bin ich schon dran oder ist noch jemand? Nee, ganz gehen. Zurück. Felix warten. Ja, jo.
Ja, fatten du. Ja, wir fahren jetzt so, komm, Robert. Einmal. Wenn Matze gleich raus ist, neben ihm quasi genau die Mitte anpeilen. Genau die Mitte? Ja, aber ich kann trotzdem Ladewagen. Ich habe den auf Wechselwagen konfiguriert. Boah, funktioniert nichts. Das ist nur die Abdeckung. Nein, nein. Prima, vielen Dank. Mach ich da mal auf dem Hof, den konfiguriere ich ihn einmal als Ladewagen um und dann. Ich bin nochmal weiter rauf. Erfahrungswerte, Geschwindigkeit beim Runterfahren? Also mit dem musst du schon ein bisschen zügig fahren, der lädt ziemlich schnell ab. Ich habe wohl mit 2,5, 3 gemacht, das ist zu wenig. 4, 5 solltest du vielleicht schon nehmen. Ist die Lenkachse etwa noch an? Nee, die ist, war gesperrt. War gesperrt, ja. Chris, bist du hinter mir? Ich hab 90. Ich bin hinter dir. Ich fahr dann gleich rechts an der äußersten, ne, an der äußersten Kante. So die Richtung? Stehen. Genau, zwischen den beiden, wo bisher schon war. Ich sehe gerade nicht, passt das? Ja, das, ja, sieht sehr gut aus. 98, fahr mal weiter, Clancy. Naja, ich dachte, du sagst doch. Fahr mal mit als Begleitung hoch. So. Oh, wahrscheinlich mal Allrad zuschalten. Dann können wir wieder Gas geben, wa? Da wackelt aber da. Lass mal das Fett da rein. Was hast du? Lass mal das Fett hier raufprügeln. Ja. So, warte mal. Mal wenn kurz passt, hier den Moment gucken. 5. Gut. Du bist zu weit dran, ich. Ja, genau, so. Ich stehe zu weit dran, bin Jo. Boah, ganz schön ja, flott, ne? Jo, der ist ganz schön flott, aber sieht gut aus. Okay. Ist, schön geworden. Gut. So, braucht ihr einen Abfahrer oder soll ich sammeln? Ich denke, sammeln ist ganz gut. Wenn wir jetzt zusammen zurückfahren, stehst du hier von? Nee, das bist du nicht. Ich bin jetzt gerade am Feld angekommen. Ja, nee. Ich bin hier aber auch, glaube ich, der Einzige, der wartet, ne? Genau, du musst auf der anderen Seite wirken. Ja, ich sehe es gerade. Ich bin jetzt auf dem Rückweg. Ich sehe es gerade.